Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Für die Fraktion DIE LINKE spricht deren Fraktionsvorsitzende Janine Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sind entsetzt über den rechtsextremen und antisemitischen Terroranschlag von Halle. Ein rechtsextremer Attentäter versuchte an Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Festtag, mit Waffen und Sprengstoff in eine Synagoge einzudringen und ermordete anschließend zwei Menschen. Unsere Solidarität und unsere Anteilnahme gilt der jüdischen Gemeinde in Halle und den Hinterbliebenen der Mordopfer. Wir dürfen uns niemals damit abfinden, dass Menschen angefeindet, bedroht und angegriffen werden aufgrund ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft oder sexuellen Orientierung. Antisemitismus, Rassismus und die gewachsene Gefahr von rechts müssen auf entschiedenste Gegenwehr stoßen im Alltag, auf der Straße, in den Parlamenten und in den Behörden. So furchtbar der Anschlag in Halle ist, er kommt leider nicht völlig überraschend. Eine solche Tat war nicht unvorstellbar, wie es in den Tagen nach dem Anschlag zu hören war, und er war auch nicht undenkbar, wie es in dem vorliegenden Antrag von vier Fraktionen heißt. Nicht nach NSU, nach Solingen und nach dem Mord an Walter Lübcke. Nein, Antisemitismus und rechter Terror sind keine neuen Phänomene in Deutschland, sie wurden aber jahrelang nicht ernst genug genommen. Gewaltbereite Neonazis wurden viel zu oft als Einzeltäter verharmlost, und nach jeder vermeintlichen Einzeltat folgte der kurzen Empörung kaum Konsequenzen. Es gab in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg antisemitischer Straftaten. Die Zahl der erfassten Straftaten stieg laut Bundeskriminalamt von 1.500 im Jahr 2017 auf 1.800 im vergangenen Jahr. Das heißt, täglich bundesweit etwa 5 Attacken gegen Jüdinnen und Juden. Und die Täter sind diesen Zahlen nach zu weit über 90% Rechte und Neonazis. Und das zeigt, wie groß die Gefahr von rechts ist, meine Damen und Herren. Über 40% der befragten Juden in Deutschland geben zudem an, dass sie in den vergangenen 12 Monaten im Alltag selbst Antisemitismus erlebt haben. In keinem anderen Land der 12 untersuchten EU-Länder gibt es einen so hohen Anteil an persönlich von antisemitischen Vorfällen Betroffenen wie in Deutschland. Viele Jüdinnen und Juden fühlen sich bedroht und überlegen sich, die Kippa zu tragen. Teilweise wird es ihnen ja sogar geraten, das nicht zu tun, aus Angst, sonst angefeindet zu werden. Und damit darf sich diese Gesellschaft niemals abfinden, dass Jüdinnen und Juden Angst haben, sich als solche erkennen zu geben, meine Damen und Herren. Antisemitismus und Rassismus sind tief verankert in der Gesellschaft und treten immer offener zutage. Und solche Denkweisen sind nicht das Problem der ökonomisch Abgehängten und der sogenannten Bildungsfernen, wie das gerne so dargestellt wird. Auch unter Hochschulabsolventen mit einem Jahreseinkommen von mindestens 100.000 € behaupten mehr als ein Viertel der Befragten, Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft und zu viel Macht in der Weltpolitik. 41% sind der Meinung, Juden redeten zu viel über den Holocaust. Und das zeigt, dass Antisemitismus ein Problem ist, das sich nicht auf die extreme Rechte beschränkt. Antisemitismus sitzt tief in dieser Gesellschaft, und dementsprechend muss er auch bekämpft werden, meine Damen und Herren. Der Holocaust-Überlebende Walter Frankenstein wurde in einem Interview gefragt, ob der Anschlag in Halle für ihn überraschend gekommen sei. Und er antwortet, ich zitiere ihn, leider nein. Als ich davon erfahren habe, hatte ich gleich das Gefühl, das musste ja kommen. Es gab in letzter Zeit bereits vermehrt Angriffe auf deutsche jüdischen Glaubens. Davon abgesehen hat der rechtsextreme Terror in Deutschland generell zugenommen. Und weiter? Mich irritiert die große Gleichgültigkeit vieler Menschen. Das zeigt sich z.B. bei Wahlen, wo eine Partei wie die AfD die Hetzreden toleriert und Nazis in ihren Reihen nicht rausschmeißt, trotzdem großen Zuspruch erhält. Deshalb sorge ich mich um die Zukunft der Demokratie in Deutschland. Das sagt ein Holocaust-Überlebender.
Ja, und man muss die AfD hier klar benennen als offen rassistische und nationalistische Partei. Ihr Erstarken und ihre Hetze ist mitverantwortlich für rechte Gewalt. Aus verbaler Hetze wird Gewalt, und aus verbaler Brandstiftung werden reale Sprengsätze, meine Damen und Herren. Und in Thüringen trat die AfD mit einem Spitzenkandidaten Höcke an, der eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad forderte und den man gerichtlich bestätigt einen Faschisten nennen darf. Wenn AfD-Chef Gauland dann noch behauptet, Höcke sei die Mitte der Partei, dann fragt man sich, wer eigentlich den rechten Rand bildet, meine Damen und Herren. Und die jüdische Gemeinde. Und die jüdische Gemeinde ist zu Recht alarmiert angesichts der jüngsten Wahlergebnisse der AfD in Thüringen. Und, meine Damen und Herren, auch rechter Terror ist kein neues Phänomen in Deutschland. Denkt man an das Oktoberfestattentat, an den geplanten Sprengstoffanschlag auf das jüdische Zentrum in München 2003, an die Mordserie des NSU, an Rostock-Lichtenhagen, an Mölln, an Solingen, an die über 50 Sprengstofffunde bei Neonazis allein in den letzten 2 Jahren. An fast 200 Tote durch rechte Gewalt seit 1990. Im Sommer wurde Walter Lübcke von Neonazis ermordet, nach Halit Yozgat der 2. rechte Mord in der Region Kassel, und in Wächtersbach wurde auf einen Eritreer geschossen. Das zeigt auch, dass Neonazis und rechte Gewalt eben kein ostdeutsches Problem ist, sondern wir in Hessen ein großes Problem mit rechter Gewalt haben. Der Anschlag von Halle ist kein Einzelfall. Und er ist keine Überraschung, er ist Teil einer eskalierenden Gewalt von rechts. Und warum soll undenkbar sein, was Neonazis in Liedern besingen, in Internetforen ankündigen und in Drohbriefen schreiben? Es gibt so viele Orte, an denen Menschen tagtäglich persönlich bedroht sind durch rechte Gewalt, aufgrund ihrer Hautfarbe, weil sie als Muslimin ein Kopftuch tragen, weil sie sich gegen rechts engagieren, weil sie einfach nur Wahlkampf machen oder weil sie Bürgermeister sind, und all ihnen gehört unsere Solidarität und unsere Unterstützung. Wie viele Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte gab es in den letzten Jahren? Wie viele auf Synagogen, auf jüdische Friedhöfe, auf muslimische Vereine und Moscheen? Es muss Schluss sein mit der Verharmlosung rechter Gewalt und dem Gerede von vermeintlichen Einzeltätern. Nein, es geht hier um ein strukturelles Problem. Es geht um rechte und militante Neonazi-Strukturen. Die müssen wir ernst nehmen, und die müssen wir aufklären. Und die müssen wir aufklären, ohne Rücksicht auf die Rolle von Sicherheitsbehörden wie den Ämtern für Landesamt für Verfassungsschutz. Der NSU ist kein Trio gewesen und Stefan Ernst kein Einzeltäter. Rechten Netzwerken, egal wo es sie gibt, auch in der Polizei und in der Bundeswehr, muss nachgegangen werden. Der institutionelle Rassismus muss konsequent bekämpft werden. Ja, leider wurde rechte Gewalt oft nicht als rechte Gewalt anerkannt und dementsprechend auch nicht konsequent verfolgt. Erst vor wenigen Tagen hat das Bayerische Landeskriminalamt das Attentat am Münchner Olympia-Einkaufszentrum als rechtsextrem motiviert eingestuft, nach mehr als 3 Jahren. Bisher war das offizielle Motiv Rache wegen Mobbing. Zur Erinnerung, Zeugen zufolge rief der Täter während der Tat, die am 5. Jahrestag des rechtsradikalen Anschlags in Oslo und Utøya stattfand, wegen den scheiß Kanacken tue ich das und ich hasse euch Moslems, und er tötete vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund. Trotzdem dauerte es mehr als 3 Jahre, bis anerkannt wurde, dass diese Menschen durch rechte Gewalt starben. Und umso wichtiger, das will ich noch einmal hier zum Ausdruck bringen, ist es doch, dass wir eine breite zivilgesellschaftliche Gegenwehr haben gegen Rechts, breite Anti-Nazi-Bündnisse, Demokratieprojekte, antifaschistische Initiativen. Es ist so wichtig, dass wir große gesellschaftliche Mobilisierung haben, wie Unteilbar, wie Aufstehen gegen Rassismus, die sich dieser wachsenden Gefahr von Rechts entgegenstellen und eine breite gesellschaftliche Mobilisierung organisieren, meine Damen und Herren. Und nun ist es so, dass ein Antrag vorliegt von 4 Fraktionen. Und dieser Antrag hat ein paar inhaltliche Schwächen, weil sie stellen fest, dass ein solcher Antrag nicht denkbar schien, allen der eingangs aufgeführten Taten zum Trotz. Und es ist jedes Mal aufs Neue so, dass alle überrascht zu sein scheinen und jedes Mal so ein bisschen die Debatte bei Null anfängt. Und Sie bemühen mehrmals in Ihrem Antrag die Floskel, jede Form des Extremismus, der entgegenzutreten sei. Und ich finde, das ist angesichts der rechten Morde in diesem Land, von Nazizellen und Hetzjagden, hochproblematisch.
Es ist eine gefährliche Gleichsetzung von rechts und links. Und das gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte gelehrt hat, dass faschistische Verfolgung bei Juden, bei Gewerkschaftern, bei Kommunisten und Sozialdemokraten beginnt, aber von niemandem Halt macht, der nicht in das Weltbild der Nazis passt. Und wir sollten nicht vergessen, als rechte Kräfte in Deutschland an der Macht waren, da waren Sozialdemokraten, Kommunisten, Liberale und Christen gemeinsam in den Konzentrationslagern der Nazis. Dort haben sie gemeinsam gelitten und sind dort gemeinsam gestorben. Und deswegen, ich komme zum Schluss, lassen Sie uns bitte die Probleme beim Namen nennen. Es ist Rechtsextremismus, es sind Neonazis, es ist der alltägliche Antisemitismus und es ist Rassismus. Das hat Halit Yozgat getötet und Enver Şimşek und Walter Lübcke und Jana L. und Kevin S. in Halle und so viele andere. Und ich finde, dieser Gefahr sollten alle Demokratinnen und Demokraten gemeinsam entgegentreten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Für die Landesregierung spricht der Ministerpräsident. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Halle hat wie in einem Brennglas deutlich gemacht, welchen Herausforderungen wir gemeinsam entschlossen entgegengehen. Meine Damen und Herren, ich begrüße es für die Landesregierung sehr, dass trotz der täglichen Flut immer neuer Nachrichten wir den Anschlag von Halle nicht dem Vergessen anheimstellen. Deshalb begrüße ich es sehr, dass dieser Hessische Landtag sein Mitgefühl, seine Trauer, sein Nachdenken gegenüber den Angehörigen der Opfer zum Ausdruck bringt und wir gemeinsam deutlich machen, dass das, was in Halle geschehen ist und was auch andernorts geschieht, schlimm ist für die Opfer, schrecklich und furchtbar, insbesondere für die jüdische Gemeinde in Halle, für unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aber es kann doch gar kein Zweifel darüber bestehen. Und ich habe sehr genau zugehört. Wenn wir von der Gemeinsamkeit der Demokraten reden, dann gibt es durchaus Gemeinsamkeiten. Es gibt aber auch Unterschiede. Und ich möchte gerne dazu beitragen und uns dazu auffordern, ja, man kann durchaus unterschiedliche Akzente setzen. Das gehört zum demokratischen Meinungskampf. Aber es muss uns immer gelingen, das Entscheidende beieinander zu halten. Und das Entscheidende ist, dass das neben dem Furchtbaren für die unmittelbar Betroffenen immer ein Anschlag auf uns alle ist. Das ist ein Anschlag auf Freiheit, auf Demokratie, auf Wahrung der Menschenrechte. Und dort, meine Damen und Herren, dort gilt es, zusammenzustehen, ohne kleinlichen Parteienstreit. Müssen wir wirklich bei einer solchen Stunde uns in einen Wettbewerb begeben, wer der entschlossenere Bekämpfer des Rechtsextremismus ist? Kann es einen ernsten Zweifel darüber geben, dass der Rechtsextremismus eine große Gefahr für unser Land ist? Natürlich nicht. Ich darf einmal darauf hinweisen, es war der Chef des Hessischen Verfassungsschutzes, der schon vor langer Zeit darauf hingewiesen hat, dass er diese Herausforderung für eine der gefährlichsten Herausforderungen in unserem Lande hält. Und das verpflichtet uns alle, das verpflichtet uns auch als Landesregierung. Und deshalb habe ich gemeinsam mit meinen Kabinettskollegen kurz sofort nach dem Anschlag in Halle die Repräsentantinnen und Repräsentanten der jüdischen Gemeinden in Hessen zu einem Gespräch gebeten. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen wollten wir deutlich machen, dass das, was Ihnen unmittelbar widerfahren war, uns alle angeht, dass wir an Ihrer Seite stehen, dass wir Ihre Trauer mitteilen und dass wir natürlich auch gemeinsam darüber sprechen, was können, was müssen wir tun. Da geht es zunächst einmal natürlich um die Frage der Sicherheit. Und ich habe mich gefreut,
von allen zu hören, dass wir in Hessen ein hohes Maß an Sicherheit haben. Die Repräsentanten sowohl des Landesverbands wie auch der Frankfurter Gemeinde und der anderen haben sich bedankt für die gute Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Das will ich ganz bewusst hier vortragen. Dafür bin ich dankbar. Aber Sie haben uns auch gesagt, unsere Glaubensbrüder und Schwestern haben Angst. Sie haben Angst ganz alltäglich. In den Beiträgen haben wir Beispiele gehört. Die junge Frau, die sich nicht mehr traut, eine Kippa zu zeigen oder ein jüdisches Symbol. Der Mann, der nicht mehr rausgeht, erkennbar als Jude. Und deshalb, denke ich, muss klar sein, worum es eigentlich gehen muss. Unser Land ist ein Land der Freiheit. Unser Land ist ein Land, das in der Welt zum Sehnsuchtsland geworden ist. Unser Land hat eine Verpflichtung, dass alle Menschen in unserem Land ohne Angst leben können. Und das muss für niemanden mehr gelten können als für die Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens. Unser Ziel muss doch sein, sie müssen ohne Angst in diesem Lande leben können und sie müssen sich zu ihrem Glauben bekennen können, ohne Angst zu haben. Das ist es, worum es geht. Und wir haben eine neue Dimension, nicht nur in der Anzahl, sondern auch in der Wirkmacht. Und da kommt man nicht daran vorbei, dass durch das Netz eine Vervielfältigung, geradezu eine Explosion stattfindet. Dort kann man sehr deutlich sehen, Hemmschwellen sind gefallen. Früher nichts Sagbares wird plötzlich mitteilungsfähig. Wenn man erleben muss, und das hat ja Methode, von Christchurch bis über die ganze Welt, dass ein solcher Täter sozusagen über das Netz einlädt, sein unfassbares Tun zu begleiten und dies gefeiert wird, ist das ein Tiefpunkt der Entwicklung. Und deshalb, damit das nicht untergeht, will ich ausdrücklich begrüßen. Ich will ausdrücklich begrüßen, dass heute die Bundesregierung etwas beschließen wird, was wir, was die Hessische Landesregierung schon ziemlich lange fordert, aber es ist trotzdem richtig. Wir brauchen in diesem entschlossenen Kampf gegen den Antisemitismus, aber eben nicht nur den Antisemitismus, brauchen wir auch Regeln, Regeln, die diejenigen entsprechend verpflichten, die die technischen Möglichkeiten für diese unglaubliche Wirkmacht darstellen. Wir haben an anderer Stelle darüber gesprochen, das Netz darf kein freier, rechtsfreier Raum sein. Und ich habe aus Anlass des Mordes an Walter Lübcke in dieser Trauerfeier gesagt, die Würde des Menschen hört im Netz nicht auf. Und deshalb ist es richtig, wenn heute dort, und ich hoffe mit großer Unterstützung auch im Deutschen Bundestag und andernorts beschlossen wird, dass die Plattformbetreiber verpflichtet werden, strafbare Inhalte zu melden. Es kann doch nicht sein, dass dort zum Mord aufgerufen wird und keiner etwas unternimmt. Meine Damen und Herren, es kann ja sein, dass das weltweit alles schwierig ist, aber schwierig ist vieles. Und das ist kein Argument dafür, dass wir nichts tun. Und deshalb halte ich es für richtig, dass das entsprechend gemacht wird. Meine Damen und Herren, wenn es um den Kampf für Menschenrechte, für die Wahrung von Demokratie und Freiheit und hier im Konkreten um den Antisemitismus geht, ist das aber nicht nur eine Frage der Netzbetreiber oder der Sicherheitsbehörden. Ich kann das so zusammenfassen, haben Sie alle ausgedrückt. Das ist eine Frage, eine Aufforderung an uns alle. Es ist eine Herausforderung an die gesamte Gesellschaft. Und ich will es heute bewusst sagen. Antisemitismus ist eine Schande für unser Land. Meine Damen und Herren,
Auch andernorts blüht der Antisemitismus. Auch andernorts geschieht Furchtbares. Aber diese Landesregierung, ich sehr persönlich, fühle mich verpflichtet der Einzigartigkeit dessen, was in unserem Land geschehen ist. Die Relativierung des Holocaust ist schon der erste Fehler. Und deshalb haben wir eine besondere Verpflichtung. Meine Damen und Herren, beim Zusammenbruch der Sowjetunion und in vielen anderen Gelegenheiten sind viele Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens zu uns gekommen. Sie hätten auch nach Israel oder anderswo hingehen können. Sie sind zu uns gekommen in das Land der Täter. Das war Ausweis ihres Vertrauens, dass das, was geschehen war, nie wieder geschehen würde. Sie hatten Vertrauen in die politische und in die demokratische Stabilität dieses Landes. Und das muss uns verpflichten. Wenn in Hessen mittlerweile wieder 11.000 Menschen jüdischen Glaubens leben, ist das für uns eine Auszeichnung. Es ist für mich ein Beweis dafür, dass Hessen ein Land ist, und das gilt ja für Deutschland als Ganzes, aber jetzt reden wir mal über Hessen, in dem Menschen, die Schlimmstes wieder erlebt haben, die ihre Vorfahren verloren haben, die ermordet wurden, Vertrauen in uns setzen. Und dieses Vertrauen, das muss uns verpflichten, schon sehr früh überall dort einzuschreiten, wo Antisemitismus aufkeimt. Nicht erst bei Anschlägen, sondern bei den alltäglichen Gelegenheiten. Und darum muss es uns gehen, meine Damen und Herren. Herr Ministerpräsident, erlauben Sie mir nur den Hinweis auf die mit den Fraktionen vereinbarte Redezeit. Bitte um Nachsicht, Herr Präsident. Die Landesregierung, wie Ihre Vorgänger, fühlt sich dieser Aufgabe zutiefst verpflichtet. So haben wir, wenn ich es richtig sehe, als einziges Kabinett in Deutschland ganz bewusst eine Kabinettssitzung abgehalten im Ignaz-Bubnis-Zentrum. Das war gedacht als ein Zeichen der Solidarität, aber auch an unsere Gesellschaft. Wir haben schon vor anderthalb Jahren einen Antisemitismusbeauftragten berufen und für jüdisches Leben. Ich will ausdrücklich Herrn Bürgermeister Becker heute herzlich danken für seinen engagierten Einsatz. Das ist nicht selbstverständlich. Und Sie, Herr Kollege Rock, haben uns alle dazu gemahnt, zu sagen, wo können wir einen persönlichen Beitrag leisten? Da haben Sie recht. Ich habe meine erste Auslandsreise als Ministerpräsident ganz bewusst nach Israel gemacht. Ich habe ganz bewusst und habe es als Auszeichnung empfunden, die Wahl zum Vorsitzenden der Jerusalem Foundation angenommen. Ich mache da kein großes öffentliches Aufheben. Aber ich will es Ihnen einfach mal sagen. Und ich weiß, dass viele Menschen in unterschiedlichster Weise in unserem Land herausragend sich dort engagieren. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und deshalb, meine Damen und Herren, versuchen wir zusammenzuhalten und das Große vom gelegentlich Kleinen zu trennen. Herr Kollege Schulz, ich habe Ihnen sehr genau zugehört. Sie sind, wenn ich es richtig weiß, jüdischen Glaubens. Und ich nehme Ihnen ab, dass Sie das ganz persönlich sehr, sehr bewegt. Wer wären wir, einem Menschen abzusprechen, seinen inneren Kampf? Das tue ich nicht. Aber ich sage Ihnen allem Freimut, ich war über Ihre Rede enttäuscht. Gerade Sie müssen doch spüren, um was es hier eigentlich geht. Sie haben in Ihrer Rede versucht, abzulenken. Sie haben über das Existenzrecht Israels gesprochen, über manchen Antisemitismus, der daherkommt, im Gewand einer Diskussion und einer Kritik an der israelischen Politik, die immer zulässig ist, das muss man voneinander trennen. Und ich sage Ihnen, diese Landesregierung, und ich glaube,
auch die allermeisten Bürger unseres Landes, die bekennen sich als Staatsdoktrin zum Existenzrecht Israels. Das gehört zu uns. Und Sie haben beklagt, dass der Partei, die Sie angehören, zu Unrecht Vorwürfe gemacht werden. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich kann Sie nicht verstehen. Spüren Sie denn nicht, wo die Grenzen verlaufen zwischen legitimer politischer Auseinandersetzung und wo man ein klares Zeichen setzen muss? Das Mahnmal für den Holocaust. Das größte Verbrechen im Land der Dichter und Denker mit Millionen Toten hat einer der herausragenden Repräsentanten Ihrer Partei, der Herr Höcke, als Mahnmal der Schande bezeichnet. Und er hat es so bezeichnet, dass kein Zweifel daran herrschen kann, wie er das meinte. Und dann hätte ich von Ihnen erwartet, dass Sie die Gelegenheit einmal nutzen, zu sagen, das halten wir auch für falsch. Wenn er das für ein Mahnmal der Schande hält, sage ich Ihnen in aller Offenheit, es ist eine Schande, dass so etwas unwidersprochen bleibt von einer Partei, die hier im Parlament bleibt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Freiheit, Demokratie, die Wahrung der Menschenrechte, sie sind keine Selbstläufer. Sie sind immer wieder bedroht, und um sie muss immer wieder gefochten werden. Mit hoher Sensibilität, mit gerader Haltung und, ich möchte das so sagen, wir haben heute im Mittelpunkt, wie ich finde, zu Recht die Diskussion um den Antisemitismus gehört. Aber es gilt für alle Formen. In Hessen darf jedenfalls nicht unwidersprochen kein Platz sein für Hass, für Hetze, für Gewalt, und zwar in alle Richtungen. Und ich füge hinzu, in einer freiheitlichen Demokratie braucht es zur Wahrung dieser Grundelemente unseres Landes heute keine Helden mehr, aber entschlossene Demokraten überall und jeden Tag. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Es hat sich zu Wort gemeldet der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Herr Lambrou, 5 Minuten Redezeit. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, auch ich habe sorgfältig zugehört. Das Thema ist ernst und gewichtig. Es hat auch neben Ihren Rednern, unserer Redner Dimitri Schulz, ein jüdischer Mitbürger in unserer Mitte, deutlich gemacht, denke ich. Ich hatte eigentlich nicht vor, hier noch einmal ans Rednerpult zu gehen, aber es sind einfach ein paar Dinge gesagt worden, die wir als AfD halt trotz der Ernsthaftigkeit der ganzen Thematik dieses schrecklichen Anschlages so stehen lassen können. Ich möchte das einmal kurz abarbeiten, was mir, der ich auch sehr sorgfältig zugehört habe, aufgefallen ist. Herr Boddenberg
hat in seiner Rede unter anderem gesagt, auf Schulhöfen ist das Schimpfwort Du Jude mittlerweile gang und gäbe. Ja, das ist richtig, und das ist eine dramatische Entwicklung, die ich mir in diesem Land so nicht hätte noch einmal vorstellen können. In Frankreich wandern Juden in großer Zahl bereits nach Israel aus. Wir wollen alle, denke ich, alle 6 Fraktionen nicht, dass das in Deutschland auch so weit kommt. Von verschiedenen Rednern, unter anderem auch von Frau Faeser, wurde auf die Statistik hingewiesen, dass über 90% der Straftaten rechtsextremistisch motiviert sind. Ich sage eines ganz klar. Rechtsextremismus, Antisemitismus ist etwas, das ist ein 360-Grad-Thema. Da kann nicht einfach eine gesellschaftliche Gruppe sagen, das geht uns nicht an, das findet in unseren Reihen nicht statt. Da muss man gründlich hingucken. Antisemitismus steckt tief in unserer Gesellschaft drin. Ich bedauere das sehr, aber es ist kein Problem einer einzelnen Gruppe. Das wäre viel zu einfach und auch relativierend. Diese Statistik finde ich nicht in Ordnung, weil sie zum Beispiel jede Straftat, wo der Täter nicht geklärt werden kann, als rechtsextrem motiviert einordnet. Und das ist auch der Grund, warum der Rechtsextremismus in dieser Statistik so stark reinschlägt. In der Realität, wenn ich mich mit jüdischen Mitbürgern unterhalte, und das tue ich öfters, dann sagen die mir etwas anderes. Dann sagen die mir, dass sie im Alltag ohne die Gefahr des Rechtsextremismus zu relativieren, die auch vorhanden ist. Hauptsächlich Probleme existieren mit muslimischem Antisemitismus. Und das Wort Du Jude auf Schulhöfen, das kommt letztendlich auch, das muss man klar benennen, durch muslimische Einwandererkinder. Weiter geht es mit Herrn Wagner. Sie haben gesagt, dass es in Chemnitz im August 2018 bei dem Trauermarsch der AfD Ausschreitungen gab. Entschuldigung, das sehe ich anders. Es gab hier keine Ausschreitungen. Das ist der Versuch, ein Thema zu instrumentalisieren. Es gilt, alle Formen des Rechtsextremismus zu bekämpfen. Und Sie haben auch gesagt, man muss die Kraft haben, sich in der eigenen Partei von Kräften zu distanzieren, die Themen relativieren. Ja, und ich denke, das passiert auch in jeder einzelnen Partei, auch bei der AfD. Die Verantwortung, haben Sie gesagt, für Taten liegt beim Täter, und die Verantwortung für das gesellschaftliche Klima liegt bei uns allen. Das beinhaltet aber auch, dass wir fair miteinander umgehen. Und das führt mich zu einer Sache, die mehrere Redner gesagt haben, dass Björn Höcke gerichtlich als Faschist bezeichnet werden kann. Ja, aber was mich hier stört, ist, dass Sie das sehr eindimensional darstellen. Das Gericht hat lediglich festgestellt, sehr geehrte Damen und Herren, ich bitte um Ruhe. Hören Sie dem Redner noch zu. Er hat noch 30 Sekunden. Das Gericht hat festgestellt, dass es aus Gründen der Meinungsfreiheit zulässig ist, ihn als Faschist zu bezeichnen. Und das fehlt bei Ihnen. Und das ist sicherlich kein Zufall. Last but not least, Mahnmal der Schande, hat Herr Höcke gesagt in seiner Dresdner Rede. Das hat auch Rudolf Augstein gesagt. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe zum Beispiel im Mai 2017 zum jüdischen Journalisten Igal Avidan im Deutschlandfunk gesagt, dass ich das Mahnmal für angemessen halte. Und auch das ist in der AfD möglich. Wir haben Herr Kollege Lambrou, wir befinden uns in der zweiten Runde. In der zweiten Runde bin ich, was die Redezeiten anbelangt, immer etwas straffer als in der ersten Runde. Deswegen, Sie haben jetzt noch 10 Sekunden, in denen Sie Ihre Rede zu Ende bringen können. Also, was der Ministerpräsident sagte, dass wir alle gegen Antisemitismus sind, das ist, denke ich, klar. Aber was wir nicht tun sollten, ist, das Thema zu instrumentalisieren. Und dieser Versuchung haben Sie mal wieder nicht widerstehen können. Und das finden wir von der AfD schade.
Herzlichen Dank, Herr Lambrou. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit kommen wir, sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Wir kommen zur Abstimmung. Ich lasse zuerst den Änderungsantrag der Fraktion der AfD abstimmen. Wer für die Annahme des Änderungsantrags der Fraktion der AfD, Drucksache 20-1464, ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist der Antrag abgelehnt. Damit kommen wir zum Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, von Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Fraktion der SPD, Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 20-1419. Hier hat die Fraktion DIE LINKE mich darum gebeten, folgendermaßen abzustimmen. Sie möchten gerne die Ziffern 2, 5 und 7 in einem Block abstimmen und die Ziffern 1, 3, 4 und 6. Ich frage deswegen, wer für die Annahme der Ziffern 2, 5 und 7 ist, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit sind die Ziffern 2, 5 und 7 bei Enthaltungen der Fraktionen die AfD und Fraktion DIE LINKE angenommen. Die anderen Fraktionen haben zugestimmt. Ich lasse abstimmen über die Ziffern 1, 3, 4 und 6. Wer für die Annahme der Ziffern 1, 3, 4 und 6 ist, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen DIE LINKE, die SPD, die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD. Damit sind auch diese Ziffern angenommen und der Entschließungsantrag in Gänze angenommen worden. Ich komme zum dritten Antrag. Das ist der Dringliche Entschließungsantrag Fraktion DIE LINKE, Drucksache Nummer 20-1461. Wer für die Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, CDU und AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der FDP. Damit ist der Dringliche Entschließungsantrag abgelehnt. Herzlichen Dank.